mit Heike Heinzer bei der BG Produkt, also Dieselpartikelfilterreinigung. Hallo, guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen an alle Besucher und natürlich auch an euch. Sag mal, Heike, welche Lösungen haben die BG Produkt für das Problem wegen dem Verstopfen Partikelfilterreinigung? Also wir haben hier eine spezielle Maschine, das ist die BG VIA 9300. Das ist das Dieselpartikelfilterreinigungssystem. Das hat in 2015 in den USA, dort wurde es auch entwickelt, den ersten Platz belegt im Bereich Abgas- und Motortechnik. Und damit mit einer speziell entwickelten Reinigungsflüssigkeit reinigen wir den Dieselpartikelfilter. Wie funktioniert das genau? Also es ist folgendermaßen, das Gerät wird zuerst an das Auto angeschlossen. Da gibt es verschiedene Adapter in verschiedenen Größen, die im Lieferumfang auch enthalten sind. Als nächstes wird die Reinigungsflüssigkeit eingefüllt in die Maschine und mittels der eingebauten Heizung wird das erhitzt. Anschließend muss ein Fehlerauslesegerät ans Kfz angeschlossen werden, weil es ganz wichtig ist, während der gesamten Behandlung muss also die Drehzahl im Auge behalten werden und vor allem die Abgastemperatur vor und nach dem Dieselpartikelfilter. Die sollte so zwischen 450 und 600 Grad liegen. Wenn das alles erledigt ist, dann wird die Reinigungsflüssigkeit gasförmig in den Ansaugtrakt eingebracht und durchläuft die Reinigung. Das dauert so in etwa 45 Minuten. Auch da ganz wichtig, niemals die Temperatur außer Auge behalten. Man muss da immer drauf achten und muss im Zweifelsfall auch mal so ein bisschen regulieren. Das heißt, entweder die Drehzahl ein bisschen runternehmen, die liegt im Allgemeinen so bei 1200 bis 1400 Umdrehungen. Wenn es zu heiß wird, muss das runtergeschraubt werden. Man kann auch die Flüssigkeitszufuhr verringern, dass nicht ganz so viel Flüssigkeit dort einkommt. Oder man, wenn man es gar nicht anders hinbekommt, einen anderen Adapter nehmen, wo mehr Luft mit eingebracht werden kann. Wenn dann die Flüssigkeit, das ist dieser Reiniger hier, das sind circa knapp 4 Liter, wenn das einmal komplett durchgelaufen ist, dann werden alle Parameter, alle Messwerte, das wird alles wieder resettet. Anschließend Öl- und Filterwechsel durchgeführt und dann ist der komplette Ansaugtrakt und der Dieselpartikelfilter fast neuwertig und einmal wieder komplett sauber. Okay, das wäre eine gute Erzählung, danke schön. Oft ist der Aschebefüllungsgrad ein schwerwiegendes Problem. Wie sieht es damit aus? Das ist eigentlich das größte Problem bei der ganzen Sache. Der Aschebefüllungsgrad liegt nach der Behandlung dann praktisch wieder bei Null. Was bietet ihr noch, wenn wir eine Maschine kaufen? Also wir bieten einmal den kompletten Service. Wir machen auf jeden Fall eine Schulung vor Ort der Mitarbeiter der Werkstatt. Da wird, ich sage mal, zwischen 4 und 6, auch 8 Stunden komplett geschult, dass die Leute da wirklich firm sind und eingewiesen sind und dann entsprechend mit der Maschine arbeiten können und natürlich auch Geld verdienen können. Super, vielen Dank, das war's schon. Vielen Dank, Heike. Einen schönen Tag noch und bis später.